herzlich willkommen zum Abschlusspanel des heutigen Tages. Und wir möchten über eine Frage sprechen, die alle von uns betrifft. Wie bewegen wir uns morgen durch die Städte? Was muss passieren, damit die sogenannte Verkehrswende gelingt? Und zwar aus drei verschiedenen Gesichtspunkten. Regulatorisch, technologisch und psychologisch. Darüber möchten wir heute sprechen, und zwar über die Frage, die es zusammenfassen lässt, was muss passieren, damit die Mobilität von morgen anders gestaltet wird. Darüber möchten wir heute sprechen. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen. Mein Name ist Daniel Rettig. Ich bin Journalist, Autor und Moderator und freue mich auf die Diskussion, nicht nur, weil das Thema jeden von uns betrifft, sondern auch, weil wir uns 5 Gäste eingeladen haben, die sich nicht nur bestens mit dem Thema auskennen, sondern die auch aus ganz unterschiedlichen Richtungen auf das Thema blicken. Und dann kommen wir doch direkt mal zu den Gästen. Ich freue mich sehr auf Dr. Alexandra Milonich. Sie kommt zu uns vom Austrian Institute of Technology und hat sich dort auf das Thema menschliches Mobilitätsverhalten spezialisiert. Das ist das, was ich mit der psychologischen Ebene meinte. Sie möchte herausfinden und erforscht, wie man den Umstieg vom Auto auf andere Verkehrsmittel möglichst geschmeidig gestalten kann. Und sie sagt, gewisse radikale Maßnahmen sind dabei unumgänglich. An welche sie dabei denkt, darüber möchten wir mit ihr sprechen. Herzlich willkommen, Dr. Alexandra Milonich. Hallo. Hallo. Unser zweiter Gast blickt aus der kommunalen Perspektive auf das Thema. Wenn es um die Raumplanung von deutschen Kommunen geht, dann kennt sich kaum jemand so gut aus wie er. Er leitet das Dezernat für Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen und Verkehr beim Deutschen Städtetag. Herzlich willkommen, Hilmar von Lojewski. So, unser dritter Gast blickt aus der Industrieperspektive auf das Thema. Er arbeitet bei Toyota als Director Hydrogen Affairs Europe und Leiter der Konzernrepräsentanz in Berlin. Und er plädiert vor allem für Technologieoffenheit, um die CO2-Emissionen zu reduzieren. Es gibt ein schönes Zitat von ihm: If the house is on fire, it is better to have at least 2 exits. Das meint Ferry Franz von Toyota. Herr Franz, schön, dass Sie bei uns sind. Ich begrüße außerdem Dirk Rompf, der aus der Beratungsperspektive auf das Thema blickt, zumindest inzwischen. Er ist seit dem vergangenen Jahr Geschäftsführer des Beratungsunternehmens IFOG. Davor war er 13 Jahre lang bei der Deutschen Bahn in unterschiedlichen Führungspositionen tätig, unter anderem 6 Jahre im Vorstand der DB Netz AG. Herzlich willkommen, Dirk Rompf. Schön, dass Sie da sind, Herr Rompf. Und unser letzter Gast, der ist nicht hier, Sie denken gerade, wo ist der letzte Stuhl, sondern der ist uns virtuell zugeschaltet. Christian Hochfeld ist Direktor der Agora Verkehrswende, kennen sich ja viele von Ihnen, ein Think Tank. Und Christian Hochfeld sagt, Pendlerinnen und Pendler brauchen von der Politik nicht immer neue finanzielle Entlastungen, sondern einen Plan, wie sie zukünftig klimafreundlich zur Arbeit kommen können. Darüber möchten wir mehr erfahren. Herr Hochfeld, schön, dass Sie zumindest virtuell bei uns sind. Und das ist Ihr Applaus, den Sie trotzdem bekommen. Herr von Lojewski, ich würde gerne mit Ihnen anfangen, und zwar mit dem Thema Kommunen einsteigen. Ich habe bei der Vorbereitung eine spannende Studie gefunden von schwedischen Verkehrsforschern. Die haben in 800 Fallstudien untersucht und Maßnahmen gesammelt, wie sich die CO2-Emissionen besonders gut reduzieren lassen könnten. Ganz vorne liegen Städte mit City-Maut, London oder Stockholm. Auch gut, Zugfahrtsbeschränkungen gibt es in Rom. Oder der großflächige Wegfall von Parkplätzen gibt es zum Beispiel in Oslo. Da war jetzt keine deutsche Stadt dabei in der Studie. Herr von Lojewski, warum nicht? Die City-Maut ist vielleicht ein Instrument, aber eins unter vielen. Wir haben ja, wenn wir über CO2-Reduzierung reden, in den Städten nur eine Dimension in der Mobilität. Wir haben mit der Mobilität ja noch ein paar andere Dimensionen. Das ist die Lebensqualität, das sind die anderen Emissionen, Lärm, Staub.
Und deshalb glauben wir, mit der City Maut nur dann weiterzukommen, wenn völlig klar ist, dass darüber zusätzliche Einnahmen erzielt werden für die Verkehrswende, für die Finanzierung all dessen, was wir damit auf den Weg bringen müssen, und zwar nicht nur im automobilen Sektor, sondern im Umweltverbund, ÖPNV, Rad und Fuß. Das System in Deutschland ist vielleicht ein bisschen anders als in Stockholm oder in London, so wie wir in den Kommunen zusätzliche Einnahmen erzielen mit der City-Maut. Sagt das Land, habt ihr ja Geld bekommen, dann können wir euch ja an anderer Stelle wieder was abziehen. Dadurch kommt nicht mehr Geld in den Topf. Wenn Sie uns verbriefen, mit der City-Maut kriegt ihr zusätzliche Einnahmen. Ich glaube schon, dass sich dann in der Szenerie was bewegt. Das ist also nicht die Ablehnung der City-Maut an sich, sondern das ist das begründete Misstrauen gegenüber den Ländern, die ja für die Städte in Deutschland zuständig sind, dass sie uns an anderer Stelle was kürzen, wenn wir mit der City-Maut was einnehmen. Ich wollte gar nicht, finde ich gut, dass Sie sofort tief in die City-Maut gehen. Ich wollte eigentlich auf was anderes hinaus, können Sie sich ja schon denken, im Sinne von, täuscht der Eindruck oder tun sich die deutschen Städte und Kommunen mit der Verkehrswende besonders schwer? Oder ist es ein Vorurteil? Nein, mit der Verkehrswende tun wir uns nicht schwer. Und da kann man auch nicht sagen, wenn der Städtetag und die Städte die City-Maut ablehnen, dann tun sich mit der Verkehrswende schwer. Wir sind in Full Swing mit der Verkehrswende. Und zwar in all den Bereichen, die wir beeinflussen können. Nur blöderweise können wir nicht so wahnsinnig viel beeinflussen. Wir können öffentliche Räume beeinflussen. Wir können Parkhäuser vielleicht in Grenzen beeinflussen. Wir können, wenn die Landesbauordnungen das zulassen, auch Stellplätze beeinflussen. Wir können Elektromobilität auch beeinflussen. Aber da, wo es um die Verkehrsregelung geht, da sind uns gerade auch regulatorisch die Hände gebunden, weil Straßengesetz und Straßenverkehrsordnung, die doch eine Menge so im öffentlichen Raum auch determinieren, die haben wir nicht in der Hand. Und da werben wir jetzt so seit 1988 für, uns doch ein bisschen mehr in die Hand zu geben. Vielleicht haben wir ja in dieser Legislatur mehr Erfolg damit. Stichwort, was man alles beeinflussen kann in den Städten. Herr Rompf, in vielen Metropolen ist aktuell die, sehr plakativ, 10 oder 15 Minuten Stadt in der Diskussion. Also dass alles, was man so zum Leben braucht, in 10 oder 15 Minuten fußläufig oder mit dem Fahrrad erreichbar sein soll. Ist das in Deutschland überhaupt realistisch? Also zunächst mal ist es eine Zielvorstellung, wie die Stadt der Zukunft aussehen kann. Und die ist aus meiner Sicht sehr attraktiv. Die Vorstellung, dass der Arbeitsort, der Ort für die persönlichen Besorgungen, der Ort für die Gesundheit in unmittelbarer Nähe sind, ist aus meiner Sicht hochattraktiv. Ich glaube, viele Kommunen in Deutschland haben sich auf den Weg gemacht. Das bedarf aber grundsätzlicher Veränderungen und insbesondere das Zusammenwirken von Stadtplanern, Verantwortlichen in der Stadt und Mobilitätsplanern. Und das ist eine Herausforderung. Vom Grunde her müssen die Quartiere neu organisiert werden. Und dafür reicht es nicht aus, monodimensional die Mobilität zu denken, sondern man muss andere Dimensionen mitdenken auf diesem Weg. Wir haben viele Jahrzehnte die autofreundliche Stadt propagiert. Und vom Grunde her sind wir jetzt dabei, eine Transformation zu dieser 10 bis 15 Minuten Stadt auf den Weg zu bringen und es anzunehmen, dass wir genauso lange brauchen, wie der Weg zur autofreundlichen Stadt gewesen ist, nämlich mehrere Jahrzehnte. Also insofern eine gute Perspektive, man macht sich auf den Weg, aber man braucht einen langen Atem. Ist es aus Ihrer Sicht das Kernproblem und die, ich sag mal, Ursünde sozusagen und, oder die Wurzel des Problems, dass eben so lange für das Auto geplant wurde? Also es war, glaube ich, zum damaligen Zeitpunkt, als man die Städte angefangen hat, entsprechend auszurichten, eine faszinierende Vision. Und wir haben ja alle mitgemacht. Also ich komme aus einer Generation, wo es nichts Größeres gab, als zum 18. Geburtstag den Führerschein auf dem Küchentisch liegen zu haben. Und für uns ist oder war Auto gleich Freiheit. Das ist ein sehr starkes Narrativ. Und jetzt kommt es darauf an, dieses Narrativ, wenn man eine Mobilitätswende will, durch ein anderes Narrativ, das ebenso stark wirkt, zu ersetzen. Mhm. Frau Melonik, ich habe schon gesagt, Sie kommen aus Österreich zu uns. Bevor wir zu Ihrem Spezialgebiet, nämlich dieser Mobilitäts- oder psychologischen Mobilitätsforschung kommen, was ich ganz wunderbar finde, vielleicht mal eine Frage an Sie als Österreicherin. Wenn Sie das hören, diskutiert man in Österreich ähnlich oder genauso über diese Thematik? Ist es mit der Wende da auch so schwierig oder ist es leichter? Mit der Wende ist es auch schwierig, wir schaffen es auch noch nicht, aber wir diskutieren durchaus auch schon auf etwas radikaleren Ebenen. Warum ist das so? Die Klimakrise ist wirklich die größte Krise, mit der wir jemals zu tun hatten. Und ich erkläre es einmal ganz einfach, wenn wir das 1,5 Grad Ziel nicht erreichen,
auch das 2-Grad-Ziel nicht erreichen, was dann droht. Das Risiko ist, dass der Temperaturanstieg nicht mehr gebremst werden kann, dass der unkontrolliert einfach weitergeht. Wir können ihn nicht stoppen. Und auf 1,5 Grad oder 2 Grad, da wird es schon recht unangenehm für uns. Es wird viel heißer, viel mehr Wetterextreme und so weiter, aber da können wir uns noch anpassen. Aber wenn dieser Tipping Point erreicht ist, dann können wir uns nicht mehr anpassen und dann wird die Menschheit nächstes Jahrhundert aussterben. Das ist leider die Realität. Mhm. Und deswegen mache ich mir auch viele Sorgen. Ich habe vor 30 Jahren angefangen zu studieren. Ich bin von einem kleinen Ort gekommen und habe da zum ersten Mal gehört, Verkehr ist nicht nur gut, da gibt es auch Probleme. Aber fürchte dich nicht, hat es geheißen, im österreichischen Gesamtverkehrsplan-Konzept damals stand vermeiden, verlagern, verbessern, das sind die Prioritäten. Und dann habe ich auch meine ganze Karriere lang dafür gearbeitet, Empfehlungen an die Politik gegeben, an Lösungen mitgearbeitet. Und was ist das Resultat? Was ist die Erfolgsbilanz? Wir haben gar nichts geschafft. Der Verkehr ist weitergewachsen, wir haben überhaupt nichts vermieden. Und das, was wir durch Effizienzsteigerungen zum Beispiel eingespart haben, das haben wir dann in größere Autos investiert. Und wenn wir schnellere Verbindungen hatten, dann sind wir einfach weiter weggefahren. Also wir haben überhaupt nichts eingespart. Und das macht mir große Sorgen, weil es zeichnet sich auch jetzt keine Wende ab. Und man ist nicht mutig genug, hier Maßnahmen zu setzen, um hier wirklich eine Umkehr einzuleiten. Und das wird uns allen auf den Kopf fallen. Und ich mache mir sehr große Sorgen um die jüngere Generation. Und mein Sohn zum Beispiel hat gesagt, er möchte keine Kinder bekommen, weil in dieser Zukunft möchte er keine Kinder in die Welt setzen. Blicken wir vielleicht mal, versuchen wir uns einen Rest Optimismus vielleicht zu bewahren für das Panel und kommen wir vielleicht mal zum Blick der Industrie, Herr Franz. Herr Franz, wenn Sie das alles hören, haben Sie dann manchmal ein schlechtes Gewissen? Nein, also grundsätzlich nicht. Ich glaube, die Industrie macht schon relativ viel, aber wenn wir von Verkehrswende sprechen, wird das immer sehr schnell auf Antriebswende reduziert. Und ich glaube, das ist halt massiv zu kurz gesprungen, ja? weil im Endeffekt sollte es jedem egal sein, ob er mit einem Elektroauto im Stau steht oder mit einem Verbrenner oder womit auch immer oder keinen Parkplatz findet. Also wir müssen komplett umdenken, was die Mobilität anbelangt. Und wir hatten das ja eben im Panel, Mobility as a Solution. Ja, das heißt gar nicht mehr der eigene Besitz, sondern im Endeffekt Carsharing, Ride-Hailing und so weiter und so fort. Da gibt es mannigfaltige Anwendungen. Und ich glaube, man muss einfach hingehen und sagen, ich hoffe, die Zahlen stimmen noch, 39 Kilometern pro Tag im Schnitt, 45 Minuten Nutzung pro Tag und 1,4 Personen im Fahrzeug. Wofür braucht man dann, Sie haben es eben gesagt, die immer größeren Autos? Ja, wir gehen mittlerweile, gerade auch natürlich durch Elektrifizierung bedingt, über 2,5 Tonnen Fahrzeuge hinaus, weil wir versuchen, Antworten auf Fragen zu geben, die keiner gestellt hat. Ich glaube, keiner braucht ein Auto, das 1000 Kilometer mit einem Batteriemotor kommt. Also ich glaube, die Industrie macht schon viel, aber wir produzieren natürlich auch das, was der Kunde nachfragt. Ja, und teilweise aber auch das, was uns durch verschiedenste Regularien vorgeschrieben wird. Also wenn ich in so einem Crash-Test heute nur noch 5 Sterne bekomme, wenn ich das Auto vollpflaster mit Assistenzsystemen, die im Endeffekt den Fahrer teilweise auch entmündigen, dann hat das Kilogramm-Einflüsse und damit wird das Auto schwerer und größer und teurer und so weiter und so fort. Also ich glaube, da ist etwas, wo man vielleicht auch nochmal grundsätzlich ansetzen muss. Und ich glaube auch, die junge Generation ist geeignet, da wirklich den Hebel umzulegen, weil wir vielleicht gar nicht mehr so weit denken können. Ich hake kurz ein zu dem Punkt, weil Herr von Lojewski, Sie haben geschmunzelt oder gelacht, als Herr Franz gerade gesagt hat, warum? Ja, nun hat Herr Franz ja für die Industrie gesprochen und da haben wir schon ein paar Teile der Industrie, mit denen hätten wir eigentlich noch ein Hühnchen zu rupfen. Dann bitte, wir sind ja unter uns. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite müssten ja wir für den Betrug schon dankbar sein, weil sonst hätten wir nicht 1,92 Milliarden Euro öffentliche Mittel bekommen, um zu kompensieren in den Städten. Wir sprechen über NOx, also den Stickstoffbetrug und das ist ja vielleicht manchmal auch ganz gut, also never miss a perfect crisis. Da hatten wir eine kleine Krise, die NOx-Krise, die für andere eine große Krise war. Die hat uns schon geholfen, die Thematik voranzubringen und zumindest technisch und digital ein paar Schritte weiterzukommen, auch konzeptionell weiterzukommen mit den sogenannten Green City Plans, die das Bundesverkehrsministerium in der Zeit auf den Weg gebracht hat, kofinanziert hat. Also wir hätten da eigentlich schon ein Hühnchen zu rupfen, aber wir sind da ja auch bivalent unterwegs. Alle Standorte der Städte im Deutschen Städtetag haben irgendwas mit Automobilproduktion zu tun. Und wir hätten uns natürlich gefreut, wenn die Industrie schon ein bisschen eher umgesteuert hätte, aber
Wir wollen da auch nicht beckmesserisch sein, weil wir haben es ja auch nicht eher gewusst. Wir erwarten es natürlich von der Industrie und merken, da sitzen auch ganz normale Leute, die sich auch mal irren und einen falschen Weg oder einen Holzpfad einschlagen. Allerdings wünschten wir uns schon, dass sie eben gesetzeskonform operieren. Das hätte uns das Leben in den Städten ein bisschen leichter gemacht. Aber dann hätten wir eben auch diesen Innovationsschub nicht bekommen. Die Frage ist jetzt, wie kriegen wir das hin? Eine Antwort darauf wird mit Sicherheit Herr Hochfeld von der Agora geben, weil wir arbeiten auch als Städte eng mit der Agora Verkehrswende zusammen. Und die Antwort heißt natürlich Ruptur des Mobilitätsverhaltens. Und wir sind in der Zeitenwende und diese Zeitenwende erlaubt uns auch im Mobilitätsbereich grundlegend anders zu denken. Wir werden die Verkehrswende hinbekommen. Sie fragten ja vorhin nach der Maut als ein kleiner Bestandteil. Wir werden die Verkehrswende in den Städten hinbekommen. Aber wir werden die Verkehrswende absehbar nicht im Bereich Stadt-Umland und Stadt-Stadt hinbekommen. Und das ist die eigentliche Herausforderung. Wir brauchen ja nur zu messen, was findet denn an Verkehrsleistungen in den Städten statt. Das hat schon vor drei Legislaturperioden Herr Ramsauer gesagt. Wenn die alle nur 6 Kilometer fahren, alle sind es natürlich nicht, aber so 40-50% der Fahrten, das kriegt man ja wohl auch anders hin. Da hat er natürlich völlig recht gehabt. Aber das ist 4 Legislaturperioden her und das wäre natürlich schon ganz schön gewesen, wenn alle Ebenen, Bund, Länder, Kommunen, Industrie, Zivilgesellschaft schon damals in die gleiche Richtung gesteuert hätten, dann müssten wir uns jetzt nicht weiter abrackern daran, dass die CO2-Bilanz immer noch so schlecht ist. Die wird auch schlecht bleiben, selbst wenn wir die Verkehrswende in den Städten hinbekommen, weil da passiert nun mal 6% der CO2-Emissionen des Verkehrs. Und deshalb sind wir da auch nicht so relevant. Spürt es nur am stärksten. Ich würde gerne trotzdem, bevor wir zu Herrn Hochfeld kommen, noch mal ganz kurz den Ball zu Ihnen zurückspielen, Herr Franz, weil Sie plädieren ja vehement, so ist zumindest mein Eindruck dafür, nicht nur auf Elektroantrieb zu setzen, sondern scheinen auch als Toyota-Gesamtkonzern sehr stark überzeugt von den Plug-in-Hybriden. Man könnte jetzt ein ganzes Panel darüber abhalten, was die Vor- und Nachteile dessen sind, aber trotzdem ist das eines Ihrer Hauptplädoyers, man muss technologieoffen bleiben. Also das mit Sicherheit, Plug-in-Hybride, ich glaube, wir sind ein großer Verfechter von klassischen Hybriden, die ja heute in der Förderung überhaupt keine Rolle spielen, aber wenn es um reine CO2-Vermeidung geht, global gesehen immer noch mit Sicherheit auch auf viele Jahre eine Berechtigung haben, weil ich halt keine Infrastruktur brauche, die nicht sowieso schon existent ist. Und bis ich in Afrika, Indien und so weiter eine flächendeckende batterieelektrische oder Wasserstoffinfrastruktur habe, wird noch viel Zeit ins Land gehen. Und mich überzeugen da immer 3 Zahlen. Wir haben 20 Millionen Hybride verkauft, damit haben wir CO2 eingespart, wie mit etwa 6,5 Millionen Elektrofahrzeugen, haben aber, weil wir nur sehr kleine Batterien haben, die Batterien von 288.000 Elektrofahrzeugen gebraucht. Das heißt, wir haben per se schon mal 5,8 Millionen weniger Batterien gebraucht. Und das, finde ich, ist halt schon mal eine Hausnummer. Also insofern Technologieoffenheit, weil es halt verschiedene Use Cases gibt. Schwerlastverkehr, Wasserstoff, Langstrecke, Wasserstoff, Stadtverkehr, keine Frage, definitiv batterieelektrisch. Und alles dazwischen wird man für eine Übergangszeit sehen, was kommt und was bleibt. Herr Hochfeld, ich komme mal zu Ihnen, da Sie uns virtuell leider nur zugeschaltet sind, aber freuen uns natürlich trotzdem. Herr Franz als Industrievertreter sagt, wie alle Industrievertreter, natürlich nehmen wir das Thema sehr ernst. Deckt sich das mit Ihren Erfahrungen, dass die Industrie das Thema ernst genug nimmt? Ja, also wenn sie das Thema jetzt nicht ernst nehmen würde, dann würde es sie bald nicht mehr geben. Und wer jetzt den Schuss nicht gehört hat oder vielleicht auch den Schuss falsch interpretiert, der wird in der Zukunft große Schwierigkeiten haben, weiterhin mit Pkw und Fahrzeugen erfolgreich am Markt zu sein. Und dementsprechend merken wir auch, dass teilweise sogar, würde ich sagen, die Industrie weiter ist als die Politik im Moment. Und da spielt natürlich dieses Argument der Technologieoffenheit eine große Rolle. Und ich finde, es ist natürlich gegen Technologieoffenheit nichts zu sagen. Wir sollen immer schauen, dass wir auf mehrere Pferde setzen. Das würde ich dann aber auf die Forschung und Entwicklung erstmal sehr stark beziehen. Um in dem Bild zu bleiben, was Herr Franz sagt, dass wenn das Haus brennt, ist es gut, mehrere Ausgänge zu haben. Es ist richtig. Aber wenn im Moment nur ein Ausgang da ist und der andere erst gebaut werden muss, dann warte ich nicht darauf, bis der Ausgang gebaut wird und setze auf Technologien, die heute nicht verfügbar sind und auf Energiemengen
und Energieinfrastrukturen, die nicht verfügbar sind, sondern ich greife nach dem, was schon da ist an Türen, auch wenn es mir vielleicht nicht 100% in den Kram passt. Also, um das klar zu sagen, in den nächsten 10 Jahren wird insbesondere die batterieelektrische Mobilität natürlich weltweit den allergrößten Anteil daran haben, die Emissionen, die wir jetzt vermeiden müssen, auch zu vermeiden auf der Antriebsebene. Und von daher ist sozusagen das Technologieargument immer eins. Es wird immer sehr viel gestritten. Viele nutzen es auch, um noch einmal zu sagen, wir halten an den bestehenden Technologien fest und glauben, dass wir uns damit auch hinaus fördern können. Und wir Deutschen, wir haben schon gerade hier in Berlin natürlich eine Eigenschaft, dass wir sehr viel und sehr gut hoffen können. Ne? Wir haben in Berlin bis 4 Wochen vor Öffnung des Berliner Flughafens oder bis zum ersten Öffnungsdatum des Berliner Flughafens gehofft, dass wir den Flughafen öffnen können, um dann festzustellen, was wir weitere 8 Jahre brauchen, um ihn wirklich zu öffnen. Und ich glaube, wir sollten hier nicht vor dem Klimakollaps die Augen so verschließen und so auf Hoffnung setzen, sondern wir müssten frühzeitig, das ist fast schon ein bisschen perplex, also jetzt aber handeln. Es ist diese Legislaturperiode auf Bundesebene, die letzte Legislaturperiode, die es uns überhaupt erlauben wird, in die Nähe der 2030er Klimaziele zu kommen und auf dem Pfad der Klimaneutralität bis zum 2045 zu kommen. Und da würde ich gerne auf das nochmal zurückkommen, was Frau Milonic gesagt hat, weil nämlich wir im letzten Jahr, und das wird schnell wieder vergessen, einen wirklich sehr grundlegenden Spruch und eine sehr grundlegende Entscheidung unseres Bundesverfassungsgerichts hatten, nämlich, dass die Bundesregierung mehr mittel- und langfristig im Klimaschutz tun muss und auch heute schon mehr tun muss, und zwar mit der Begründung eben genau, um die Freiheit der jüngeren Generation, also der des Sohnes von Frau Milonic und vielleicht auch meiner Töchter, zu wahren und da auch Einschränkungen, kleinere Einschränkungen der Freiheit heute in Kauf zu nehmen, weil es sonst unfair diesen kommenden Generationen gegenüber ist. Und ich glaube, das ist etwas, was wir sehr ernst nehmen sollten, dass es nicht mehr das Narrativ gilt, Verkehrswende, Klimaschutz schränkt Freiheit ein, sondern sie schafft Freiheit. Sie schafft Freiheit für uns, aber vor allen Dingen für die, die wir auf die Welt gebracht haben, sehr liebend auf die Welt gebracht haben und denen wir, glaube ich, eine Welt hinterlassen wollen, die auch lebenswert ist. Über das Narrativ möchte ich auch gleich noch Frau Milonic ansprechen, wie man den Menschen sozusagen diese Veränderungen schmackhaft machen kann. Ich würde nur gerne 2 Punkte gerne rausgreifen, die ich besonders spannend gerade fand bei Ihrem Input. Sie haben gesagt, erstens haben Sie den Eindruck, Sie arbeiten sehr gut mit der Industrie gerade zusammen, und zweitens, dass die Industrie, ich glaube sinngemäß haben Sie gesagt, gerade bei dem Thema weiter ist oder schneller agiert sinngemäß als die Politik. Herr von Lojewski, und drittens eindringliche Warnung, jetzt ist die entscheidende Legislaturperiode, wo noch was möglich ist. Herr von Lojewski, der Koalitionsvertrag hat, glaube ich, 177 Seiten. Wissen Sie, wie oft da drin das Wort Verkehrswende auftaucht? Das Wort Verkehrswende taucht, glaube ich, nicht sonderlich häufig auf. Gar nicht. Es entsteht ein bisschen zwischen den Zeilen. Ja, obwohl die Kanzlerin AD es ja hoffähig gemacht hat. Vor 5 Jahren durfte ich auch noch nicht Verkehrswende laut sagen in einem Mehrparteiengremium, weil man immer dachte, das hat eine grüne Konnotation. Ist vorbei. Worauf ich hinaus will ist, Herr Hochfeld hat gesagt, die Politik muss jetzt handlungsfähig, muss jetzt handeln, schnell. Und dann steht es da nicht explizit drin. Ja, es steht was anderes drin. Es steht drin, wir wollen mehr in die Schiene investieren als in die Straße. Nur leider ist im ersten Bundeshaushalt, der das prüfen könnte, schon wieder mehr Straße drin als Schiene. Also ich glaube, da müssen wir die mal nageln und sagen, das wollen wir jetzt sehen. Mehr Schiene als Straße. Das ist schon wieder nicht drin. Wir haben in dieser Woche die Anhörung gehabt zum Regionalisierungsgesetz, Änderung wegen des 99-Tickets. Die Chance,
die Zusage aus dem Koalitionsvertrag, 1,5 Milliarden mehr Regionalisierungsmittel, das ist nicht für jeden geläufig, damit wird der SPNV finanziert und auch eine ganze Menge ÖPNV-Leistungen, sowohl im Betrieb wie auch im Ausbau, das zu liefern. Das ist nicht geliefert worden und wird wahrscheinlich auch heute nicht geliefert. Also da ist eine ganze Menge Bringschuld drin. Stichwort Bringschuld und Stichwort Schiene. Herr Hochfeld, was gerade in jeder Diskussion über das Thema vorkommt, von Anfang Juni an bis Ende August, Herr von Lojewski hat es schon angesprochen, gilt in Deutschland im öffentlichen Nah- und Regionalverkehr das 9-Euro-Ticket, 9 Euro im Monat. Finden Sie das eine gute Idee? Na, das werden wir im Nachhinein sehen. Ob nee, aber ich will es ja jetzt von Ihnen wissen, ob es jetzt für eine gute... Okay, ich glaube, Sie hatten mich als Wissenschaftler und nicht als Wahrsager eingeladen, auch wenn ich so ein bisschen auf dieser Bühne erscheine wie das Orakel von oben, ohne Haare. Das hat ein bisschen ein lustiges Bild, aber okay. Meine Schuld, nicht mehr in Köln zu sein. Ich war übrigens gestern in Köln und habe das Polis Camp in der Innenstadt eröffnet. Nur, dass das zu meinen Ehren nochmal gesagt ist, dass ich sehr gerne in Köln normalerweise bin. Also zurückzukommen auf die Frage, ist das eine gute Idee? Manchmal ist vielleicht gut gemeint, nicht unbedingt gut gemacht. Und wir werden sehen, ob das, was gut gemeint ist und vollkommen richtig ist, nämlich mehr Menschen für den ÖV zu begeistern, auch gut gemacht ist. Normalerweise würden wir sagen, wir müssen die Reihenfolge anders wählen. Wir müssen erst investieren in den ÖV, um ihn attraktiv zu machen, um ihn auszubauen, Kapazitäten zu schaffen, bevor wir tariflich etwas ändern können. Weil sonst die Gefahr natürlich schon da ist, dass viele jetzt in den ÖV umsteigen. Das ist ja im Prinzip, also die junge Generation, sage ich mal, ÖV-Ticket, also das ist ja Interrail mit dem Nahverkehr, was eigentlich jetzt alle von, sage ich mal, 13 bis 40 machen könnten. Wenn das aber so kommt, werden wir tatsächlich große Überlastungen, insbesondere in den Feriendestinationen des ÖV haben. Und das kann natürlich auch dazu führen, dass die Menschen sagen, jetzt habe ich es mal ausprobiert, aber über guten Zügen und Bussen zu sitzen, das hat mir nicht so Spaß gemacht. Also von daher ist das sicherlich ein Experiment. Ich hätte mir gewünscht, dass solche Experimente nicht in einer Nacht-und-Nebel-Aktion entstehen, sondern gut vorbereitet sind, gut abgestimmt sind. Dann, glaube ich, hätten wir noch mehr eine Chance gehabt, hier für den öffentlichen Verkehr zu begeistern und auch zu werben. Wir sind gespannt und hoffen auf ein gutes Ergebnis. Ich habe ja gesagt, im Hoffen sind wir in Deutschland ganz große Klasse. Herr Rompf, wie ist Ihre Meinung zum 9-Euro-Ticket? Sie haben auch genickt, als Herr Hochfeld gesagt hat, eigentlich hätte man es andersrum machen müssen. Ja, also natürlich ist es schön, ein günstiges Angebot, ein attraktives Angebot für den ÖPNV zu haben. Und ich glaube auch, viele Menschen, viele Familien werden über den Sommer Geld sparen. Das ist erstmal gut. Auf der anderen Seite führt man jetzt was mit großem Aufwand für 3 Monate ein. Man muss das entsprechende Rollmaterial, die entsprechenden Fahrzeuge zur Verfügung stellen. Man muss im ÖPNV die Vertriebssysteme umstellen und eigentlich, damit man 3 Monate ein Realexperiment macht, um das Ganze dann wieder abzuknipsen. Und das ist eine relativ teure Geschichte. Es wird sich ja noch gestritten, wie teuer das Ganze werden wird, aber das wird ein Betrag sein mit vielen, vielen Nullen, um am Ende ein großes wissenschaftliches Experiment durchzuführen. Und da hätte ich mir gewünscht, dass man ein bisschen mehr Vorlauf nimmt, um den ÖPNV-Unternehmen die Möglichkeit zu geben, die entsprechende Fahrzeugkapazität zur Verfügung zu stellen und die Vertriebssysteme ordentlich umzustellen. Jetzt besteht die Gefahr, und Herr Hochfeld hat es ja gesagt, dass man über den Sommer, wenn man mit dem Ticket reist, anderen Reisenden so nahe kommt, wie man ihnen vielleicht gar nicht kommen möchte und die Effekte überschaubar groß sind, jedenfalls die dauerhaften. Aber wissen Sie, wenn ich das höre, wenn eigentlich jeder, der sich damit auskennt, schon bevor es angefangen hat, einem 3 Argumente nennen kann, warum man es eigentlich hätte anders machen müssen, ich spiele es mal zu Ihnen wieder als Kommunalvertreter, Herr von Lojewski, dann stimmt mich das jetzt nicht so optimistisch, dass die anderen womöglich wichtigeren Maßnahmen konzertierter irgendwie angegangen werden.
Also all die, die in diesem Bereich der Mobilität unterwegs sind, ob jetzt in dem mobilitätspsychologischen oder in dem mobilitätstechnologischen oder im Anwendungsbereich der Rahmenbedingungen oder Formulierung der Rahmenbedingungen, wir alle sind ja irgendwie auch ziemlich schlaumeierisch unterwegs. Und am Ende des Tages unterhalten wir uns über Wirkungen und Formen der Transformation der Mobilität. Aber ein paar Essentials gibt es schon. Und das bedeutet zum einen, wir müssen schlichtweg die Verursacher für das bezahlen lassen, was sie verursachen. Das heißt, das Autofahren muss deutlich teurer werden. Zum anderen müssen wir die Verkehrsmodi, die eben keine CO2-Emissionen verursachen, schlichtweg ordentlich pushen. Und wenn wir das nicht hinkriegen, zwischen diesen beiden Gefäßen, fossile Mobilität versus nicht fossile Mobilität und da mal einen Ausgleich hinbekommen, so lange wird das nichts werden. Das ist erstmal so das Essential. Und das Zweite ist, wir alle miteinander, und insofern ist der verkehrspsychologische Bereich, glaube ich, essentiell, sind alle, zumindest die Jungs von uns, faule Säcke und finden es ganz schön, irgendwie bequem zu reisen. Und dieses Narrativ aus der Jugendzeit haben wir ja vorhin schon besprochen. Das gilt ja auch fort. Ja? Auf dem Dachboden meiner Eltern liegen noch die Automotorsport, die ich erst mit 24 abbestellt habe. Und irgendwann habe ich mal so die persönliche Transformation vorgenommen und zu Hause steht auch immer noch ein Riesenauto meiner Frau. Und also diese Transformation, die persönliche Transformation, die findet ja auch noch nicht so statt. Wodurch findet sie statt? Nur, wenn es wehtut. Nur, wenn wir tatsächlich eine Zeitenwende erleben. Nur, wenn es uns an Geldbeutel geht. Das sind die Treiber. Und alles andere, schöne kleine Autos, die elektrisch unterwegs sind, die möglichst auch noch selber fahren, Ticketverbilligungen etc., sind zwar Incentivierungen, aber wir ändern uns nur, wenn es wehtut. Und deshalb läuft das über den Geldbeutel. Und deshalb ist es völlig unverständlich, warum wir das 99-Ticket auch noch mit Benzinsubventionen koppeln. Das ist doch der eigentliche Skandal. Das 99-Ticket gibt es doch nur, weil es Benzinsubventionen gibt und weil da noch irgendwas beikommen musste. Und deshalb ist das ja auch in einer Nacht- und Nebelaktion entstanden. Also es ist nicht ausgegoren. Aber noch weniger ausgegoren als das 99-Ticket ist natürlich, über alle Manna- oder Benzingutscheine oder eine Subvention auszuschütten, statt da zielgruppenorientiert vorzugehen. Die Mittel des Bundes sind ja auch irgendwann mal endlich. Wir bedienen uns auch als Kommunale gerne daraus, aber das kann ja nicht ewig so weitergehen, dass so wie man mal ein bisschen härter liegt, irgendwie nochmal drei Schaumstoffmatratzen hingelegt werden. Wir werden härter liegen, zwangsläufig, und da müssen wir uns vielleicht auch mal dran gewöhnen und können nicht erwarten, dass die Kopfkissen und die Schaumstoffmatratze dann immer gleich nachgeliefert werden. Das ist der Punkt. Aber trotzdem, und jetzt kommen wir mal zu Ihrem Forschungsgebiet, was ich jetzt schon so oft angeteasert habe. Und Herr von Lujewski hat die Vorlage geliefert. Es gibt, also man spricht von dem Push-Ansatz und dem Pull-Ansatz. Herr von Lujewski sagt, nicht als Psychologe, aber dennoch sagt, es muss richtig wehtun, damit die Leute irgendwas verändern. Ist das auch Ihr Fazit als Psychologin? Ja, ich bin keine Psychologin, also mein Schwerpunkt ist eher Soziologie, aber rein aus der Beobachtung her, was wir so in den letzten Jahrzehnten gesehen haben, wo wir uns schon auf die Fahnen geheftet haben, dass wir jetzt Verkehr vermeiden wollen und dass wir schon viel, viel früher als jetzt eigentlich eine Verkehrswende einleiten wollen. Es ist extrem schwer, das Verhalten zu ändern. Wir haben unsere Gewohnheiten, wir verbinden gewisse Qualitäten und Emotionen mit Verkehrsmitteln und die sind extrem schwer zu überwinden. Es ist auch nicht so, dass man, selbst wenn man weiß, dass das Fahrrad billiger ist und auch gut für die Gesundheit ist, gibt es immer noch tausend Gründe, warum man jetzt unbedingt das Auto braucht, weil man die Sporttasche mitfahren muss, weil man noch ins Fitnessstudio gehen möchte oder solche Dinge. Das Problem ist, dass wir uns auch nicht gut vorstellen können, was denn die Alternative ist. Also das, was wir gewohnt sind, selbst wenn man im Stau steht jeden Tag, das ist kalkuliertes Risiko. Damit kann ich umgehen, da weiß ich, was passiert und ich kann zumindest auch mit dieser Situation gut handhaben. Aber wenn es dann heißt, ja, fahr doch mal besser mit dem Rad oder nimm den ÖV, dann haben wir erstens einmal Vorteile und Bilder im Kopf und wir haben ganz viel Unsicherheit, was denn da alles passieren kann und was da nicht alles schiefgehen kann. Und das macht es für uns extrem schwer, man weiß ja auch aus der Verhaltensökonomie, dass die Verlustangst extrem groß ist. Also das, was ich jetzt habe, will ich nicht verlieren. Da muss die Alternative mir doppelt so gut vorkommen, wie das, was ich jetzt mache, damit ich das andere mache.
Und das ist sehr schwer zu bewerkstelligen bei all den Qualitäten, die man jetzt mit dem Autofahren verbindet. Also diese, der Freiheitsgedanke und der Unabhängigkeitsgedanke und der Spaß am Fahren und der private Raum, den man hat im Auto, das ist sehr schwer einzutauschen gegen etwas anderes. Aber man muss die Alternative nicht unbedingt doppelt so gut machen, das werden wir nicht schaffen. Aber man kann ja das bestehende Verhalten doppelt so unangenehm machen, dann haben wir vielleicht eine Chance. Also geht es tatsächlich nur über Schmerz und also eher über Peitsche als über Zuckerbrot? Also alles, was wir gesehen haben, Anreize schaffen und so weiter, ja, das hat ein gewisses Potenzial, aber bei weitem nicht in dem Ausmaß, das wir jetzt brauchen. Und also ich habe jetzt da bei der Diskussion zugehört und mein schwarzes Sorgenknäuel im Magen ist wieder größer geworden, weil wir denken nur daran, wie können wir es denn verlagern, auf die Schiene verlagern oder Autofahrten auf den ÖV verlagern. Wir haben Scheuklappen und Mobilität, wir sind so auf Mobilität fokussiert, dass wir gar nicht verstehen, dass es ja gar nicht um Mobilität geht. Es geht ja uns nicht darum, herumzufahren in der Gegend, sondern es geht uns darum, irgendwo anzukommen und etwas zu tun, was ich hier an dem Ort nicht machen kann. Deswegen muss ich physisch den Raum überwinden. Und was wir auch vergessen ist, wir müssen ja diese Entfernungen, das ist ja kein Naturgesetz, dass diese Entfernungen immer wachsen müssen, die können wir auch wieder zurückbauen. Vorhin ist die 15-Minuten-Stadt erwähnt worden. Das ist auch nur eine neue Bezeichnung für die Stadt der kurzen Wege oder eine neue Bezeichnung ist jetzt Localhood und was einem für neue Labels dafür einfällt. Umgesetzt haben wir es noch nie. Wir sollten eigentlich darüber nachdenken, nicht wie können wir etwas verlagern, wie können wir die Kapazitäten schaffen. Wir vergessen nämlich auch ganz leicht dabei, dass wenn wir jetzt auf Elektromobilität verlagern und Kapazitäten vergrößern, diese Produktion und diese Investitionen, die sind ja nicht emissionsfrei. Das kommt ja dann noch dazu, zu dem, was wir jetzt schon am Mobilitätskonto haben. Aber Stichwort Mobilität und Stichwort Auto, vielleicht um nochmal gerade bei dem Punkt zu bleiben. Unabhängig von dieser, ich sage jetzt mal, ideologischen Glorifizierung des Autos, bietet ja ein Auto zu haben einfach Vorteile heute, die sich nicht wegdiskutieren lassen. Man ist unabhängiger und man ist flexibler und man schafft Wege, besonders wenn man nicht in den Metropolen wohnt, die einem der öffentliche Nahverkehr nicht bietet. Und da gibt es auf dem Land gibt's auch wenig Carsharing-Anbieter. Also ja, das gehört ja auch so weit dazu. Wir haben uns diese Strukturen geschaffen in den letzten Jahrzehnten, dass wir, und das ist nicht Freiheit, dass das Auto uns jetzt gegeben hat, wir sind abhängig vom Auto. Wir sind nicht freier, wir sind jetzt abhängig vom Auto, weil wir in der Nähe nichts mehr finden, weil es so bequem war, weiter wegzufahren, weil es schnell gegangen ist. Deswegen sind wir jetzt nicht mehr im Ort einkaufen gegangen, sondern wir sind in den Supermarkt zwei Orte weiter einkaufen gegangen. Also die Einkaufsgelegenheiten, alles hat sich mehr räumlich separiert. Und jetzt sind wir gezwungen dazu, den Raum zu überwinden. Und ja, es stimmt, diesen Raum jetzt wieder zurückzubauen und die Gelegenheiten wieder zu den Menschen zu bringen, das braucht viele Investitionen. Aber ich glaube, da sind sie besser investiert als in neue Technologien, in Energiegewinnung, die ja kein Ende hat. Unser Energiehunger wächst dermaßen. Und es gibt eine Studie in Tirol, da haben die Kollegen von der Uni Innsbruck ausgerechnet, ja, wie viel Energie bräuchte es denn, das jetzt alles auf andere Antriebe und auf Elektromobilität und dergleichen einfach nur umzulagern? Und das Ergebnis war, man müsste 96% aller Dächer in Tirol, in jedem Ort, müsste man mit Photovoltaik zupflastern. Und noch dazu drei Fußballfelder. Bei jedem Ort müsste man mit Photovoltaik zupflastern, damit man genug Energie kriegt, um das alles einfach umzulagern. Und ja, bei uns sagt man, es geht sich nicht aus. Ich habe gelernt, dass das in Deutschland nicht jeder versteht. Das heißt doch, ja, es geht sich einfach nicht aus. Es geht sich nicht aus. Schon gar nicht zeitlich. Wir haben jetzt, ja, in Deutschland müssen wir, also Sie müssen bis 2045 klimaneutral werden. Das ist jetzt nicht, wir haben nicht viel Zeit. In Österreich, bei uns ist ja alles viel einfacher. Wir müssen schon 2040 klimaneutral werden. Ich habe wirklich massive Sorgen, das geht sich unmöglich aus. Also wir können unser Verhalten nicht beibehalten. Herr Hochfeld, Frau Milonik hat jetzt nach unserer bisherigen Diskussion eher ein schlechtes Gefühl, was die Zukunftsperspektive angeht. Kommen wir nochmal zur Agora Verkehrswende. Sie haben neulich in einer Studie Vorschläge zur Reform des Pendelverkehrs gemacht. Essenz ist so ein bisschen weniger mit dem Auto fahren und mehr mit Bussen und Bahnen. Wie optimistisch sind Sie denn, wenn Sie jetzt unser Gespräch verfolgen und auch den Input, den Sie geliefert haben, dass das A überhaupt zu tragen kommt und B überhaupt was nachhaltig bringen wird?
naja, also Skepsis ist ja erstmal eine wissenschaftliche Eigenschaft, die richtig ist. Skeptisch zu sein, ob wir bestimmte Dinge schaffen. Es ist halt, kann auch sein, dass man pessimistisch ist, nur und ich hoffe, so habe ich auch Frau Milonitsch nicht wahrgenommen, wenn man resigniert, hilft es hier auch nichts. Das habe ich ja nicht gesagt. Also, genau. Man kann sozusagen fragen, sich fragen, ob wir das alles schaffen, aber es hilft ja nichts, dass wir alles angehen müssen. Und wir haben halt jetzt nur noch so wenig Zeit, dass wir wirklich alle Register ziehen müssen. Und wir haben nicht mehr die Frage, tun wir das eine oder lassen wir das andere, tun wir das eine nicht und dafür das andere, sondern im Verkehr geht es eigentlich, wir müssen alles tun, was uns Emissionsminderungen bringt. Und einiges ist auf etwas kürzeren Zeiträumen und einiges wird länger dauern. Und diese Strukturen neu zu schaffen oder auch wieder zu verändern, das ist sicherlich richtig, dass Pendelwege auch gekürzt werden müssen, aber der Trend geht halt in eine andere Richtung. Und was wir dann schaffen müssen, ist letzten Endes, dass wir gerade in diesen Stadt-Land-Beziehungen, die auch Herr von Nojewski angesprochen hat, stärker auch Alternativen zum PKW anbieten. Weil im Moment ist es so, dass tatsächlich die Anzahl der Wege, das macht 20% der aller Wege, sind Pendelwege, ja, also Wege von und zur Arbeit. Von den Emissionen her ist es sogar noch mehr, da sind wir bald in der Größenordnung 40-50% der gesamten PKW-Emissionen, die mit den dienstlichen Fahrten verbunden sind. Und es ist halt 2/3 mit dem PKW. Und you never walk alone, but you ride alone, nämlich diese PKW fahren alle mit einem Besetzungsgrad von rund 1. Das heißt, jeder pendelt allein zum Arbeiten hin und zurück. Und das ist sicherlich etwas, was so nicht mehr bestehen kann. Und da brauchen wir alle Register, da brauchen wir das, was angesprochen worden ist, tatsächlich Push and Pull, auch also sozusagen die realen Kosten des Autos, dem Autoverkehr auch anzurechnen. Wir brauchen aber auch neue Planungsgrundlagen, die entlang der Wege und auch der Pendelwege sozusagen Planungen betreiben und nicht entlang der Bezirksgrenzen, wie es im Moment ist. Also regionale Verkehrsplanung, regionale auch Stadtentwicklungs- und Regionalplanung, das sind natürlich Dinge, die nicht morgen wirken, aber die in jedem Fall das sozusagen erst einmal einschränken, nämlich dass wir immer mehr und weitere Wege pendeln und vielleicht irgendwann auch dann die Umkehr schaffen, dass wir kürzere Wege haben wieder. Und die Ziele, da gebe ich Frau Milonitsch auch vollkommen recht, die Ziele wieder näher in der Nähe haben, um dann kürzere Strecken auch zurücklegen zu müssen, die wir gegebenenfalls dann auch mit anderen Verkehrsmitteln, auch mit aktiver Mobilität zurücklegen. Herr Franz, vielleicht nochmal das aufgreifen, was Herr Hochfeld gerade sagt, mit diesem jeder pendelt alleine. Das ist ja ein Phänomen, was man kennt, dass das irgendwie sich ändern sollte, leuchtet auch jedem ein. Dass das aber kaum jemand sofort umsetzt, leuchtet irgendwie auch ein. Aber ernsthafte Frage, kann die Industrie diese da irgendwie dazu beitragen, also im Sinne von Autohersteller, das zu verändern? Definitiv. Also wir müssen, glaube ich, als Autohersteller, und das betrifft nicht nur Toyota, sondern alle Hersteller, wir müssen uns viel mehr als Mobilitätsanbieter verstehen. Also nicht mehr nur in Blech und Einzeleinheit denken, die dann halt wirklich eine 100% individuelle Mobilität ermöglicht, sondern wirklich etwas größer. Und ich glaube, da sind alle Firmen dran. Wir bieten mittlerweile verschiedene Apps an für Unternehmen, die halt im Endeffekt dann Fahrgemeinschaften bilden kann, die ein Parkplatz-Sharing hat. Und wir haben da sehr große gute Erfahrungen gemacht, weil halt bei vielen Firmen mittlerweile die Parkplätze einfach schon nicht mehr ausreichen, weil zu viele Leute mit dem Auto kommen. Und dann wirklich zu schauen, wie kann man das kanalisieren, strukturieren, dass man halt viel weniger Fahrzeuge hat, die hin und her pendeln. Und halt gleichzeitig auch gerade, wenn man ins Umland geht, weil immer mehr Leute ziehen halt aus der Stadt raus, gezwungenermaßen, weil Herr Hochfeld kennt es aus Berlin, die Mietpreise in großen Städten sind einfach abstrus geworden und man muss zwangsläufig ins Umland. Aber die Frage ist ja, da war vielleicht die Pandemie ein Segen, muss man jeden Tag noch überhaupt pendeln. Ja, also ich glaube, das ist ja etwas, was dann auch wieder mit dem Arbeitgeber zusammenhängt. Und da gab es eigentlich schon sehr, sehr interessante Ansätze, die dann aber überholt worden sind von der Pandemie. Ich weiß noch vor 3-4 Jahren in Osnabrück, dass die Stadtwerke mit verschiedenen Firmen um Osnabrück herum Hubs gebaut haben, wo dann halt Unternehmen ihre Mitarbeiter hinschicken konnten, unterschiedliche Unternehmen in einem Gebäude und die von da mehr oder weniger Telearbeit gemacht haben. Das war damals wahnsinnig innovativ, heute gang und gäbe, von woanders zu arbeiten. Aber ich glaube, man muss unterstützen,
weniger Verkehr zu haben und weniger eigenen Pkw. Und dann kommt es natürlich auf A, ein gutes Angebot an, das das Ganze flankiert. Aber ich bin auch absolut bei Herrn von Lojewski. Wir sind im Moment ganz, ganz stark nur in der Bonusschiene unterwegs. Ja, wir subventionieren den Sprit, wir subventionieren die Anschaffung von Pkw und so weiter und so fort. Das Malus kommt im Moment, und wir sagen immer, es muss Bonus-Malus geben, das Malus kommt im Moment in vielen, vielen Punkten, auch wenn es jetzt komisch kommt von einem Industrievertreter, in vielen Punkten zu kurz, wenn wir halt tatsächlich über eine stärkere Geschwindigkeit in der Mobilität oder in der Wende hin zu CO2-neutraler Mobilität sprechen. Ich glaube, die meisten Unternehmen, gerade im Automobilbereich, deswegen habe ich vorhin auch ein positives Bild gezeichnet. Ich glaube, es gibt kaum eine Industrie, die halt wirklich mit konkreten Zahlen arbeitet, bis wann sie CO2-neutral sein will. Also ich habe es von der Chemieindustrie noch nicht gehört, ich habe es von der Stahlindustrie noch nicht gehört. Die Automobilindustrie ist da speziell in Europa schon relativ weit. Wo man jetzt natürlich den nächsten Schritt machen muss, nicht nur im Auto selber CO2-neutral, sondern inklusive Produktion und allem drum und dran. Erst dann wird ein Schuh draus. Aber Herr Rompf, nochmal dieses Panel-Beispiel aufgreifend. Herr von Lojewski hat eben gesagt, never waste a good crisis oder so sinngemäß. Aber Stichwort Corona-Pandemie. Hat nicht diese Pandemie, ja, die hat das Homeoffice gefördert und die Telearbeit, wie man früher gesagt hat, aber die hat auch zutage gefördert, dass in den meisten Umfragen die Leute ganz schön froh waren, ein eigenes Auto zu haben, in dem sie alleine sitzen konnten. Also will sagen, am Ende sind die Leute dann doch froh, den eigenen Wagen vor der Tür zu haben. Ja, die Flexibilität und die Privatsphäre, die man mit einem Auto hat, hat natürlich Vorteile. Auf der anderen Seite ist es so, dass wir jetzt zum Handeln gezwungen sind. Sie haben ja eben die Perspektive aufgemacht. Unsere Lebensbedingungen verändern sich, während wir hier sitzen. Jeder kann es spüren, jeder kann es fühlen. Und jetzt ist es an uns, das Mobilitätsverhalten, das wir jahrzehntelang an den Tag gelegt haben, zu ändern. Ich bin ein klarer Verfechter davon, neben dem Bonus und dem Druck vor allen Dingen Erfahrungen zu ermöglichen. Sie haben es ja eben gesagt, wir haben eine Situation, wo wir eintrainiertes Verhalten haben. Die Mobilitätswende ist aus meiner Sicht deswegen viel komplizierter als die Energiewende, weil ich persönlich bei einer Energiewende kaum was ändern muss. Ich muss mein Konsumverhalten kaum verändern. Bei der Mobilität muss ich meine täglichen Gewohnheiten verändern und das mache ich nicht, wenn ich den Vorteil dahinter nicht sehe. Und den Vorteil sehe ich erst dann, wenn ich Alternativen ausprobieren kann. Ich will Ihnen ein Beispiel geben. Wir machen im Auftrag verschiedener Bundesländer Mitmachkampagnen für die Fahrradnutzung. Heißt, ein Land stellt einem sozusagen über eine Kommune 2 Wochen kostenlosen E-Bike zur Verfügung. Und was wir feststellen ist, wenn man mal 2 Wochen mit dem E-Bike zur Arbeit gefahren ist oder das täglich genutzt hat, ist ungefähr ein Drittel der Nutzer so weit, sich eins zu kaufen. Weil man eine Alternative kennengelernt hat und schätzen gelernt hat. Aber es ist aufwendig. Aber also aus meiner Sicht braucht man alles drei. Man braucht den Druck. Dafür braucht man ein bisschen Mut. Man braucht vielleicht an der einen oder anderen Stelle die Förderung. Und das Dritte ist vor allen Dingen, Plätze zu schaffen, wo man Dinge ausprobieren kann und das Mobilitätsverhalten verändern kann. Gibt es aus Ihrer Beratersicht und früher Unternehmensvertretersicht, gibt es aktuell Städte, Regionen, Länder, wo Sie sagen, die haben es genau richtig gemacht? Also ich würde gerne daran anknüpfen, was Herr von Lojewski eben gesagt hat. Es haben sich viele Städte auf den Weg gemacht über Mobilitätsleitbilder, über Mobilitätsstrategien, über sogenannte SUMPs, die städtische Mobilität der Zukunft zu definieren. Da passiert viel Gutes. Die Herausforderung ist, das Umland mitzunehmen. Und das passiert viel zu wenig. Wir machen aktuell die Mobilitätsstrategie für eine deutsche Millionenstadt. Gibt es ja nicht so viele. Können sich überlegen, welche Kommune das ist. Und ich habe dann angesprochen, wollt ihr eigentlich das Umland mit betrachten? Die Umlandkreise, die Umlandkommunen? Und die Antwort war, nö. Die werden dann schon mitmachen, wenn wir die Vorgabe machen. Und meine Vermutung ist, die werden erstmal gar nichts machen. Das wird zu einem riesen politischen Tohuwabohu führen. Ein Beispiel, wo es anders funktioniert, ist aus meiner Sicht Baden-Württemberg. Da hat man eine Initiative gestartet, sogenannte Mobilitätspakte zu bilden. Also es gibt Metropolregionen, und da wird das Umland mitgenommen, da werden die Kernakteure mitgenommen, große Industrieunternehmen, andere Mitglieder der Stadtgesellschaft und gemeinsam verändert man die Mobilität. Das ist aus meiner Sicht zielführend.
Und das klingt irgendwie, Herr Hochfeld, Sie haben sich das ja auch gerade angehört, das klingt irgendwie menschenfreundlicher als Malus-Systeme und radikale Verbote und so weiter, oder? Ich seufze gerade mal schwer, weil... Warum? Genau, ja, weil genau das ist die Bundespolitik der letzten 15 Jahre. Praktisch das ganze Zuckerbrot, was Sie angesprochen haben, ist ja schon tausendfach verteilt worden. Aber die Peitsche hat man nie hervorgeholt. Und jetzt kommt man halt sozusagen, jetzt ist halt die Peitsche übrig, weil das Zuckerbrot ist weg. Und jetzt macht man gar nichts mehr, weil man sich nicht traut, die Peitsche rauszuholen. Weil es so aussieht, als hätte man nur das. Und deswegen bin ich so ein bisschen, also auf der bundespolitischen Ebene möchte ich wirklich, dass einfach die Bundespolitik und die Verantwortlichen dort endlich sozusagen akzeptieren, dass niemand, der sich mit Verkehr wissenschaftlich beschäftigt, auf die Idee kommt zu sagen, wir brauchen nur Bonus und wir können diese Verkehrswende nur mit Bonus erreichen. Und ich finde, hier ist es ähnlich wie bei der Pandemie schon wirklich eine gewisse absolut irgendwie, also Wissenschaftsfeindlichkeit, dass man das einfach nicht einsehen möchte, sondern dass man einfach denkt, wir schaffen das schon, indem wir einfach jedem Verkehrsträger noch mal mehr Geld hinterherwerfen. Und das Zweite, was Herr Romp angesprochen hat, das möchte ich auf der anderen Seite aber schon sehr stark unterstreichen. Hier wären Investitionen schon sehr sinnvoll, denn wir investieren ja in Technologien hunderte von Milliarden, in Infrastrukturen hunderte von Milliarden gießen wir in Beton, aber wir investieren eben nicht in die Menschen, sich mit neuen Angeboten und neuen Technologien zu beschäftigen. Und das, was Sie von dem E-Bike sagen, das gibt es hier in Berlin auch, dass man sagt, du gibst 3 Monate deinen PKW ab und deinen Stellplatz und kriegst alle Mobilitätsdienstleistungen in der Stadt, neue Mobilität Berlin, und nach einem oder nach 3 Monaten möchten ein Drittel den PKW nicht zurück, weil er eben einfach auch lästig ist. Man muss Ticketknöllchen zahlen, man muss Versicherung zahlen, man muss die Kratzer wieder rausmachen, den abgebrochenen Spiegel reparieren und so weiter und so fort. Man hat Parkplatzzuverkehr noch und nöcher. Und man denkt sich so, ja, wenn man die Routinen erstmal gebrochen hat, dann geht es auch leicht. Und da unterstützen, wir haben Energieberatung viel in den 80ern, 90ern und 2000ern gemacht, um Haushalte dabei zu beraten. Und wir erleben gerade eine Renaissance, wie sie energieeffizienter und weniger Energie nutzen und Energie sparen können. Und sowas brauchen wir auch in der Mobilität. Da kann man investieren, da braucht es schlaue Lösungen. Und da auch sozusagen eine Vielfalt an Lösungen zu haben, wie wir die Menschen für die neuen Sachen begeistern, das würde ich mir wünschen. Aber trotzdem, was ich mir noch mehr wünsche, ist eine Akzeptanz in der Bundespolitik und das, was wir bei der Corona-Pandemie so sträflich vermisst gehabt haben, nämlich der Must Be Glory in Prevention. Es geht darum, den Menschen auch deutlich zu machen, dass es gewisse Einschränkungen geben wird. Und ich glaube, wenn man das gut erklärt, und ich möchte jetzt nicht parteipolitisch agieren, aber so jemand wie Robert Habeck ist, glaube ich, ein gutes Beispiel, unabhängig von seiner parteilichen Zugehörigkeit, der auch Dilemma erklären kann, der Sachen erklären kann, die nicht angenehm sind, weder für ihn noch für den Bundesbürger und die Bundesbürgerin, und trotzdem Zuspruch findet, weil die Menschen auch verstehen, dass es nicht nur Zuckerbrot geben kann, sondern dass irgendwo auch diese dumme Peitsche noch liegen muss. Und wenn man die Menschen für so dumm verkauft, dass sie glauben, dass es nur mit Zuckerbrot geht, ich glaube, da würde ich mir wirklich das Ende wünschen. Deshalb dieses Seufzen, das wäre für mich sozusagen der große Tag, wenn wir das in der Bundespolitik stärker sehen würden. Und das wäre für mich die Zeitenwende in der Mobilität. Herr von Lojewski, heißt das, dass die Politik einfach schlichtweg zu feige war, den Leuten die Wahrheit zu sagen in den letzten Jahren? Politik agiert in Zyklen. Und ich war nie Politiker. Ich mache Politik, ohne Politiker zu sein. Das ist höchst komfortabel. Und jeder Politiker würde sagen, Lojewski, begib du dich doch mal da in den Wahlkampf und versuch, die Mehrheit zu kriegen, um Veränderungen herbeizuführen. Ich rede über Veränderungen, aber ich habe gar kein Mandat, zumindest kein öffentliches Mandat, sie herbeizuführen. Und insofern verdienen, glaube ich, die Politikerinnen und Politiker erstmal Respekt.
für das, was Sie da machen. Und wenn Sie dann in diesem begrenzten Wahlzyklus tatsächlich auch diese Transformation mit all den Härten, die damit einhergehen, angehen, dann, glaube ich, kann man sie auch richtig mögen, die Politikerinnen und Politiker. Ich finde, das zeigt tatsächlich das Agieren von Robert Habeck, zumindest in den letzten Wochen und Monaten, ebenfalls unabhängig von seiner Partei, dass die Menschen durchaus realistisch auf kritische Einschätzungen reagieren und die auch durchaus positiv rezipieren. Man kann es auch ein bisschen einfacher formulieren, sagt den Leuten die Wahrheit, die kennen sie eigentlich schon. Und das ist tatsächlich die Anforderung, die wir auch als Wählerinnen und Wähler an die Politik haben sollten. Und wenn wir die Politik in der Form kritisieren, dann muss man sich natürlich auch fragen, vielleicht sollte man dann selber in sie auch reingehen. Ich habe das durch, also ich werde es nicht mehr machen, aber all die, die wirklich manifeste Änderungen einfordern, sind natürlich auch im Sinne der lokalen Demokratie herzlich eingeladen, sich dort zu engagieren, weil Sie hatten ja eingangs gesagt, sind denn die Städte da irgendwie nicht wach genug? Passiert da zu wenig? Stichwort Maut. Und ich kann nur sagen, wenn wir in den Räten, und das ist ein Flaschenhals, auch im gesamtpolitischen Rahmen, wenn wir in den Räten der Städte uns immer noch 5 Jahre darüber unterhalten, ob wir denn von der Straße was abknapsen, um da andere Verkehrsmodi zuzulassen, dann haben wir tatsächlich ein politisches Defizit zu gewärtigen. Das ändern wir nur in einer repräsentativen Demokratie, indem die Repräsentanten ein Mandat kriegen, es anders zu machen. Das muss man ihnen auch klar geben. Aber wenn wir jetzt Quoren darüber machen, ich nehme jetzt mal nur wieder 130 oder vielleicht auch die 1 weg, Tempo 30 in den Städten, dann kriegen wir keine Mehrheit, so ganz ohne weiteres. Das sieht inzwischen in den letzten 5 Jahren deutlich anders aus. Wir haben mit Hilfe der Agora Verkehrswende eine Initiative zusammengebracht, wo 150 Städte explizit gesagt haben, wir wollen das Sagen haben über Geschwindigkeiten in den Städten. Führt zurück zu meinem Eingangspunkt. Wir brauchen auch schlichtweg die Instrumente, die regulativen Instrumente in den Kommunen an der Hand, um was ändern zu können. Und da merkt man schon, da ist ein Veränderungswille unterwegs. Den zu stärken, hat ganz viel mit Zivilgesellschaft zu tun, hat ganz viel aber auch mit Presse und vor allem Medienarbeit zu tun, soziale Medien. Wir können uns da ja mal umtun zur Mobilität. Da weiß es wirklich jeder besser. Und an dem Tag, als wir das Tempo 130 als Deutscher Städtetag in einer langen Liste von Maßnahmen zur Energieeinsparung mit aufgenommen haben, kriegte ich so einen Stapel von Mails aus den Städten, warum es viel sinnvoller sei, das nicht einzuführen, weil man doch in der Raumüberwindung, die wir gerade auch diskutiert haben, von Frankfurt nach Berlin mit dem 170 fahrenden sparsamen Diesel doch viel effizienter unterwegs sei als früher mit dem tiefer gelegten Opel Manta. Solche Argumente kriegen wir dann. Und diese Irrationalität, die nimmt einen natürlich Wunder, aber das ist natürlich auch die Forderung an uns alle, wieder Rationalität und Argumenten Gehör zu verschaffen. Und deshalb rede ich mir ja auch bis zum Ende meiner Zeit den Mund fusselig, in allen Gremien, wo immer es auch geht, einschließlich dieses, dass diese Argumente auch mal ziehen. Und wenn sie nicht ziehen, dann bin ich vollkommen bei Christian Hofeld. Dann müssen wir aus der Not heraus, weil wir das auch nicht dauerhaft subventionieren und alimentieren können, dann müssen wir tatsächlich mit den harten Instrumenten kommen. Aber jahrelang zu sagen, es gibt nur Carrot und Stick lassen wir mal hinterm Rücken oder vergessen ihn schlichtweg, das wird nicht mehr funktionieren. Dafür ist der Handlungsdruck viel zu groß. Ich würde gerne zum Abschluss, weil unsere Zeit fast um ist, Ihnen allen noch eine Abschlussfrage stellen. Und zwar mit einer Einschätzung. Und Herr Rompf, ich fange bei Ihnen an. Was wird denn Deutschland eher, also schneller gelingen? Die Energiewende oder die Verkehrswende? Und wenn ja, warum? Und also warum Energiewende oder warum Verkehrswende? Also ich glaube, dass das Transformationsproblem bei der Mobilitätswende substanziell größer ist, weil es eben die Verhaltensveränderungen braucht. Mhm. Und es braucht dadurch mehr politischen Mut. Und deswegen glaube ich, dass die Mobilitätswende der Energiewende hinterherhängen wird. Mhm. Ich glaube, da kann ich mich auch nur anschließen. Ich glaube, wir haben mittlerweile den Druck, in der Energiewende aus verschiedenen Gründen in den vergangenen Monaten auch autarker zu werden. Und insofern glaube ich auch, dass wir die Energiewende schneller hinbekommen werden als die Verkehrswende, definitiv. Herr von Nojewski? Ich habe ein paar Jahre meines Lebens in Nepal verbracht und Fatalismus ist da eine Lebenshaltung. Und ich habe versucht, mir die nicht anzugewöhnen.
Und deshalb sage ich, genauso wie es auch die Agora sagt, eine Energiewende inkorporiert immer eine Verkehrswende und eine Verkehrswende ist auch eine Energiewende und wir dürfen die gar nicht voneinander trennen. Das war die diplomatische Antwort, Frau Milonik. Also ich kann über die Verhältnisse in Deutschland vielleicht nicht so viel sagen. Ich bin generell besorgt. Ich glaube, beides wird nicht rechtzeitig, also zumindest mit den Ansätzen, die momentan auf dem Tisch liegen, wird beides nicht rechtzeitig erreicht werden. Und ich glaube, wir schauen auch komplett falsch auf das Problem. Ich fürchte, wir müssen uns ja andere Ansätze überlegen, weil die Strategien, die jetzt momentan gefahren werden, kommen mir vor, wie wir überlegen uns Maßnahmen und dann hoffen und beten wir, dass sich das alles ausgeht. Was wir tun sollten, ist das Ziel wirklich als gegeben und nicht verhandelbar herzunehmen und zu sagen, okay, also quasi backcasting-mäßig zu sagen, welche Maßnahmen und wenn sie noch so wehtun, braucht es, um dahin zu kommen, sonst werden wir es nicht schaffen. Und eben auch andere Konzepte, nicht nur Mobilität zu denken, wie verlagern wir das, sondern in Erreichbarkeiten zu denken statt Reichweite. Erreichbarkeiten sind das, was die Menschen dann auch frei macht. Wenn ich in meiner Umgebung alles erreichen kann, dann bin ich nicht abhängig von teuren Treibstoffen und ich bin nicht abhängig von einem Auto oder von Fahrplänen und so weiter. Also in die Richtung sollten wir denken und der erste Schritt, der nicht viel kostet, wäre, die Geschwindigkeiten stark zu reduzieren, weil wir sind alle ungefähr 60 bis 80 Minuten pro Tag unterwegs, das ist die Marchetti-Konstante. Und wenn wir den Autoverkehr viel langsamer machen, dann fahren die Leute auch nicht mehr so weit weg. Okay, auf jeden Fall ein Gedanke, den man verfolgen kann. Herr Hochfeld, Sie haben das letzte Wort. Energiewende oder Verkehrswende? Was kommt zuerst? Ich habe mich so oft mit dieser Frage beschäftigt, weil es immer Leute gibt, die sagen, das eine ist wichtiger und das andere. Deswegen hat es ja von Nowetzki ja schon angedeutet. Das ist für mich nicht zu trennen. Wir brauchen beides und wir müssen beides sofort angehen. Die Effekte werden sich sozusagen über die Zeit anders verteilen. Aber ein Aspekt, den wir nicht so stark angesprochen haben, der sehr dafür spricht, dass wir es auch schaffen werden, diese Mobilitätswende hinzubekommen, also den Wandel in der Mobilität, ist, dass wir in der Lage sind, auch ein sozial gerechteres System zu installieren. Im Moment zahlt die Kassiererin oder der Krankenpfleger das E-Auto des Zahnarztes, den Dienstwagen des Managers, den Businessflug über den Atlantik des Geschäftsmanns mit den Steuern. Und das können wir uns nicht mehr leisten. Wir müssen diese Steuerprivilegien für nicht nachhaltige Mobilität abschaffen, dann werden auch genügend Finanzmittel frei und dann wird auch das System eigentlich fairer, dass sozusagen die, die sich mehr leisten können, auch mehr dafür zahlen und dass wir auch die Transformation bei denen hinbekommen und die Unterstützung für die bekommen, die sich weniger leisten können. Und deshalb ist es eigentlich wirklich eine Win-Win-Win-Situation mit der Verkehrswende, weil wir nicht nur Klimaschutz damit betreiben können, wir können den Haushalt entlasten und auch unsere Industrie langfristig stark machen und wir können auch eine sozial gerechtere Mobilität haben. Und das ist, glaube ich, etwas, was noch eine Weile braucht, bis es durchsickert. Aber ich halte es da immer, die Wiederholung ist die Mutter der Pädagogik und dementsprechend vermute ich, dass wir das noch öfter in diesen Runden so erörtern müssen. Und das war doch jetzt zum Abschluss zumindest ein zumindest teilweise optimistischer Ausblick mit dem, was passieren kann und muss. Das war es auch schon. Ich danke Ihnen allen für die Teilnahme. Ich glaube, da waren viele Gedanken dabei, die es gilt nachzuverfolgen. Herr Hochfeld, danke, dass Sie zumindest virtuell zugeschaltet waren. Genug Gesprächsstoff haben Sie auf jeden Fall alle geliefert für die jetzt anstehende Happy Hour, die noch bis 20 Uhr geht. Nochmal Ihnen allen ganz herzlichen Dank. Frau Milonik, vielen Dank für die Anreise aus Österreich. Ja. Und wir werden das Thema weiter diskutieren. Ihr Applaus. Vielen Dank. Vielen Dank.